Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Videoreihe. Und zwar spielen wir Minecraft, diesmal auch mit ein paar Mods. Ah, ich sehe gerade, ich muss noch ein bisschen aus den Ordner rauslöschen. Das Ganze hinter verschlossenen Türen, ohne Stream, Stand jetzt. Ich habe ein bisschen dieses Modpack reingeschaut, ein bisschen ausprobiert und alles drum und dran. Also wir werden wahrscheinlich die erste Zeit hingehen und ein wenig Materialien erstmal farmen, bevor wir schlussendlich in das Ding ja, reingehen. Es ist quasi eine Mod. Also die Hauptmod davon besteht, dass man sich eine Stadt aufbauen kann mit Hilfe von NPCs, die intelligenter sind als die NPCs, die man sonst findet, also als die Villager. Dafür muss man aber Materialien farmen und ja, wir werden natürlich erstmal ein paar Materialien zusammenfarmen, um die Ansprüche zu gerecht zu werden von der Stadt dann, weil der Bauarbeiter wird dann sowas brauchen wie Scheren, wie Schaufeln und keine Ahnung was. Also die machen auch selbstständig Dinge platt. Wir werden nicht terraformen müssen. Das kommt halt drauf an, wo wir diesen Punkt hinsetzen. Das werden wir aber dann noch nach und nach rausbringen. Das Einzige, wo ich viel terraformen muss, wahrscheinlich, ist auf jeden Fall erstmal für Holz viel Bäume abreißen, natürlich, wie immer. Und natürlich auch für Eisen und sowas auch mal zu minen. Klar, man kann auch eine Mine bauen, aber bis man dahin kommt, dann hat man sich schon 10.000 Mal selber das Eisen zusammengefarmt und so. Das Ganze, wie ihr unten, wie ihr seht, ist in der 1. 19.2. Geschwindigkeit des Uploads dieser Folgen bzw. der Bereitstellung der Folgen, dass ihr dies verfolgen könnt, weiß ich noch nicht. Das eigentlich ein ziemlich kleines bzw. ich weiß nicht, wie groß es wird, Projekt werden soll. Neben den ganzen anderen Projekten denke ich mal, dass so ein Rhythmus von Mittwoch, Sonntag oder vielleicht nur sonntags als Special herauskommen wird. Da ein kleiner Disclaimer, aber das werdet ihr ja dann sehen, wenn ihr natürlich wie immer die Glocke aktiviert habt oder die, die es jetzt gerade schon direkt angeklickt haben, die haben ja das Glöckchen aktiviert. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und ja, ich habe zumindest schon mal reingeschaut, eine Startmap mir erstellt. Wie gesagt, ich habe ja auch einen Test. Das Ganze läuft unter dem Namen Lost City, wie ihr im Titel auch schon gesehen habt. Mit einer kleinen Background-Story, die wir uns so ein bisschen erarbeiten, nach und nach. Wir loggen mal direkt rein. Auch wenn die Musik wahrscheinlich hin und wieder mal sehr enthusiastisch wird. Aber das sollte ja nicht das Problem sein. So, falls ich zu laut sein soll. Oh, hier müssen wir auch fortfahren. Falls es so laut sein sollte, das überprüfe ich jetzt in dem nächsten, also jetzt in dem Video dann nochmal, dann schraube ich meine Skala nochmal runter, weil ich habe ein wenig an meinen Einstellungen rumgefummelt. So. Und genau, hier haben wir auf jeden Fall direkt Dark Oak, ein paar Pilze. Hier haben wir dann normale Bäume auch. Ich schaffe jetzt erstmal ein paar normale Bäume frei. Auf dem Gebiet, glaube ich, will ich auch erstmal bleiben. Das ist so eine kleinere Insel, soweit ich gesehen habe. Und irgendwo surrt eine Biene rum. Oh, jetzt habe ich in dem Moment, wo es abgebaut worden ist, direkt den Block wieder gesetzt, weil ich aus Versehen auf die Taste kam. Ba, fällt ein Baum runter. So, wie gesagt, wir haben ein bisschen Musik auch im Hintergrund. Ich hoffe, das ist alles so YouTube-konfirm. Klar könnte es auch sein, dass da die ein oder andere Folge monetarisiert wird. Das sollte aber nicht das Problem sein, weil über YouTube im Moment Geld verdienen ist nicht. Also noch zu klein Mitinfo. Ich habe ausgeschaltet, dass wir, beziehungsweise das, nicht dass wir, sondern dass,
der Schaden durch Creeper ausgeschaltet ist, weil bei einem dieser Tests, die ich gemacht habe, ist nämlich lustigerweise passiert, dass meine lieben Creeper-Freunde meine Villager weggerissen hat. Klar, gehört irgendwo zum Spiel auch dazu, aber ich möchte mir nicht durch Zufall irgendwie alles kaputt machen lassen. So, Schaufel machen wir. Spitzhacke können wir auch mal eben eine machen. Wir bauen uns natürlich auch selber erstmal ein Haus für die ganzen Ressourcen, weil ich jetzt auch nicht wirklich einsehe, dass wir uns hier was, dass wir kaputt gerissen werden. Mach mal hier schon mal ein bisschen Erde weg. Da geht es auch schön in eine Wassergrube rein. Die können wir dann später nutzen für mögliche andere Gebäude. Das Komische halt als einziges an diesem Modpack ist halt, dass wir einen, also wir brauchen ein Bauhaus, was baut, quasi wie so ein Kontor bei Command & Conquer kann man sich vorstellen, oder an die StarCraft-Spieler unter uns wie so ein wie so eine Anfangsbase der Zerg oder Terraner. Und diese sind dann, ja. Und von diesem Haupthaus geht halt dann alles aus. Da werden die Gebäude dann mitgebaut, da werden die neue Sachen freigeschaltet und alles drum und dran. So, was nur ein wenig seltsam ist, in dieser 1.19 haben wir kein Rezeptbuch. Was ich jetzt schon mal ein bisschen seltsam finde, aber dadurch, dass hier an der Seite die Sachen sind, können wir auch einfach eingeben, was wir haben wollen und haben irgendwie doch ein Rezeptbuch. Also ja, manche Sachen sind mir noch recht unklar. Wenn ich da nicht weiterkomme, werde ich Amarok nochmal fragen, weil der hat das Modpack gespielt. So, ich würde eigentlich jetzt gerade auch mal ein bisschen Stein abbauen. Weil ohne Stein will ich nicht sein. Ich weiß, schrecklicher Wortwitz, aber ich habe die letzten Tage auch viel mit, wie heißt es noch? Ja. Ich denke, ich komme jetzt auf den Namen. Hearthstone gespielt, genau. Viel Hearthstone gespielt. Und daher halt auch so dieses, reimen, weil ich habe als Gasthaus Begleitung habe ich den kopflosen Reiter und der haut immer so komische Sachen raus. Komisch gute Sachen, keine Ahnung. Genau, ich wäre fast sogar gewillt, das auf diese Ebene hier zu bringen irgendwie. Aber das werden wir ja dann noch sehen, da ist noch Kohle. Da baue ich mich mal gerade hin, wenn sich die Spitzhacke dazu überreden lässt, so weit zu gehen. Normalerweise, ich bin jetzt unsicher, mit Holzspitzhacke kann man trotzdem abbauen, ne? Ja, kann man. Ja, wow. Eine Kohle drin gewesen. So, wir machen es unprofessionell, natürlich ein Häuschen hier erstmal hin. Am besten hier so am Rand auch. Ich hätte jetzt eigentlich theoretisch gesehen, die hier nicht machen brauchen. Obwohl doch ein bisschen. So, genau, nochmal Stickies machen. Von den Stickies machen wir dann nochmal ein paar Äxte. Klar, unsere Hütte wird. Nein, das will ich gar nicht. Ich will die. Genau, ich wollte die dahin packen. Wir werden selbstredend, wenn wir unsere Hütte dann später wieder abreißen. Es geht jetzt erstmal darum, selber safe zu sein. Wir können auch, wir haben eine Map, hier ein bisschen rumgucken. Also Grenz.
Technisch haben wir hier nirgendwo ein Dorf, hier eine schöne Sandbank. Chiswracks werden auch angezeigt, wenn da was in der Nähe ist. Ist aber nicht. Hier haben wir noch einen schönen Spalt in die Erde rein. Hier befinden wir uns. Da ist die Wasserstelle, wo wir gerade waren. Sieht man ein bisschen durch die Punkte auf, wo man langgelaufen ist. Hier haben wir dann einen Fichtenwald, so wie es aussieht. Auch wichtig. Wir können uns auch verschiedene Overlays aussuchen für die Gebäude. Da wir hier Dark Oak haben, also Schwarzeichenholz, wäre ich eher dafür. Wie gesagt, wir werden auch ein paar Materialien zusammen suchen müssen. Das sollte aber jetzt nicht das große Problem sein, weil die Materialien dann erstmal für den Anfang noch recht simpel sind. Sind halt so Aufforderungen wie Eisen und ja, wie heißt es, halt andere Holzarten, Tropenholz vielleicht das ein oder andere. Aber das sollte ja schlussendlich auch nicht das Problem sein. So, mit einer Mod, dass das alles direkt in sich zusammenfällt, ist jetzt auch nicht verkehrt. So, wir machen auch einen breiten Kasten quasi nur als Lager. Das machen wir überirdisch. Breiteren Kasten, mehrere Kisten an die Wände. Weil nur so macht das System Sinn, dass wir nicht andauernd in den Keller steigen müssen, um irgendwelche Materialien rauszuholen. Klar, wir unterteilen das noch ein bisschen. Und dann sollte das ja erstmal funktionieren und passen. Wie gesagt, also es wird viel so sein, dass wir Materialien erstmal zusammensammeln. Die Wände oder die Geschichte dazu entsteht dann halt nach und nach. So, der ist jetzt da drauf gefallen, der Apfel. Ah ne, der ist hier runtergefallen, okay. Also es lohnt auf jeden Fall erstmal den Wald hier platt zu machen und die Bäume später wieder hinzupflanzen, wie wir sie brauchen. Da hinten ist Lachs. Später, wenn wir mal eine Spinne finden, können wir selbstverständlich auch ein bisschen angeln wieder. Den müssen wir so platt machen. Kriegen wir davon was? Brauner Pilz. Ich glaube, man kann sogar eine Pilzsuppe mittlerweile machen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Da könnt ihr mir dann auf jeden Fall mal weiterhelfen. Cheats habe ich auch ausgemacht, nebenbei. Also mir ist es nicht möglich, irgendwelche Sachen zu generieren. Stört mich jetzt weniger. Ich hoffe, euch stört das auch nicht. Aber dafür haben wir ja später auch unsere Villager, die uns auch Materialien besorgen. Es gibt auch einen sozialen Aspekt wohl bei den Villagern. Sie machen auch, so wie die normalen Villager, Kinder und alles drum und dran. So, dann haben wir erstmal nur zwei Äpfel. So. Ja, wie gesagt, die ersten paar Folgen werden wahrscheinlich erstmal das Plattmachen hier von diesem netten Gebiet sein. Jetzt wird schon dunkel. Eichenholzbretter. Ich werde jetzt einfach erstmal den kleinen Kasten hier hinbauen. Mich immer wieder da reinstellen, auf Tagesanbruch warten. Wir werden bestimmt das ein oder andere Schaf auch finden. Und läute mit der Nacht quasi auch das Ende dieser Folge ein. Und dann, ja, würde ich sagen, bauen wir demnächst an dem Häuschen weiter. Als allererstes finden hoffentlich auch ein paar Schafe. Ja, vielleicht werde ich jetzt gleich bei Nacht auch rausgehen und noch ein bisschen abholzen, um die Nacht zu überbrücken.
Die müssen wir uns ja nicht antun, wirklich. Irgendwann haben wir ja ein Bettchen, können dann schlafen und alles drum und dran. Ah, Greenscreen? Okay, das ist, wenn es draußen ein bisschen heller wird. So, dann flippt der Greenscreen aus. Theoretisch gesehen könnte ich hier hinten wahrscheinlich auch ohne Lampe arbeiten. So, ich bedanke mich aber fürs Zusehen. Das ist Lost City. Ich hoffe, euch wird das Projekt gefallen. Ich hoffe, es wird mir gefallen. Und ja, wir sehen uns dann auch schon in der nächsten Folge wieder. Den Sack nehmen wir noch mit. Da hinten ist schon ein Zombie. Ich mir mal ein Steinschwert gebaut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao.